Hallo Modellbahnfreunde. Ich habe immer wieder Anfragen von Leuten, die nach einem Gleisplan fragen oder nach einer Erklärung, wie die Anlage aufgebaut ist. Ich muss sagen, ich habe leider keinen Gleisplan, weil die Anlage ist auf so engem Raum gebaut, dass es mir nicht möglich war, im Prinzip vorgängig zu planen. Ich habe vorzu ein Stück, also eine Ebene auf dem Boden aufgebaut, ausgemessen und wenn es gepasst hat, auf die Anlage übertragen. Also einen Gleisplan gibt es nicht. Wie das Ganze funktioniert grundsätzlich, habe ich in den Videos Anlage planen eigentlich erklärt. Aber ich möchte jetzt in diesem Video mal eine Lok durch, oder besser gesagt einen Zug, durch meine ganze Anlage fahren lassen, damit ihr einmal seht, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich hoffe, es gefällt euch. Nach dem Intro geht es gleich los. Beginnen wir unsere kleine Reise im Schattenbahnhof. Zuerst fährt der Zug über die erste Kehre zur Rampe. Dort fährt er über das linke Gleis, weil er es ja ein Schweizer Thema darstellen sollte, auf die zweite Kehre zu. Über die zweite Kehre fährt er dann in den Bahnhof ein, wo er normalerweise eigentlich halten würde. In diesem Fall wird er aber durch den Bahnhof durchfahren. Über die dritte Kehre fährt er dann auf die Bergstrecke. Wo er dann über die vierte Kehre in die Tunnelstrecke einfährt, wo er normalerweise halten muss und warten, bis der Bahnhof wieder frei ist. Alternativ kann er auch direkt in die Tunnelstrecke einfahren, dort warten, bis der Bahnhof frei ist und dann über die Kehrschleife über die Bergstrecke wieder zurückfahren, was den Betrieb natürlich interessanter macht, weil die Züge einmal hoch und einmal runterfahren. Dann fährt er über die nächste Kehre wieder in den Bahnhof ein. Normalerweise würde er im zweithintersten Gleis einfahren, im Automatikbetrieb. Jetzt nimmt er natürlich das Gleis, das frei ist, weil ich kann im Bahnhof in jede Richtung, in jedes Gleis einfahren, mit Ausnahme dem hintersten Gleis, wo die kleine Lok steht. Über die nächste Kehre fährt er dann wieder auf die Rampe, wo er dann wieder das linke Gleis in Fahrtrichtung nimmt und zurück nachher auf die unterste Kehre zu fahren, die dann wieder
in den Schattenbahnen führt. Nach der untersten Kehre umfährt er dann zuerst den ganzen Schattenbahnhof. Um dort von hinten wieder in den Schattenbahnhof einzufahren und auf seinen nächsten Einsatz zu warten. Und das ist im Prinzip das ganze Geheimnis hinter meiner Anlage. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Bildern meine Anlage etwas anschaulicher erklären. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Aus gesundheitlichen Gründen werde ich bis ca. Mitte September keine Videos mehr machen. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu, hattet jetzt auch wieder ein wenig Spaß und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit dem Bau meiner Spur-N-Anlage oder allenfalls mit der H0-Anlage. Ciao zusammen, euer Andi.